da gehe ich ganz allein, um Frieden zu finden in ein Gotteshaus hinein. Dort brennen die Kerzen so hell und so klar, bei Maria hoch oben am Gnadenaltar. Und dann sprech ich ein Ave Maria und ich sage ihr all meinen Schmerz. Denn Maria, sie gibt mir neue Hoffnung. Sie schenkt mir Heimat in ihrem Mutterherz. Und Maria, der bluten die Ohren. Und sie schreit mir ganz laut ins Gesicht. Halt endlich die Fresse, du blöder Idiot. Sonst schlägt dich Jesus tot. Hallo, liebe und gesegnete Zuschauer daheim vor den Fernsehempfängern oder Internet-Zaubermaschinen. Wir sind das Toni und die Stefan vom Duo Hosenstall. Bumsanfall. Bergkristall. Und auch wenn ich aussehe wie eine zum Leben erwachte Mörderpuppe mit dem falschen Lächeln eines wahnsinnigen Welpenwürgers. Ich heute lieber lebende Katzen und Eichhörnchen. So bin ich doch mit meinem Bruder Toni, der seelentröstende Überbringer christlicher Jammergesänge und musikalischer Nahtoderfahrungen. Denn wir vom Du-Brech-Durchfall, Damenwahl, Wurmbefall, singen für die treue Gemeinde der jungen, mittelalterlich engstirnigen Influencer 75 plus unsere windelweich-weinerlichen Weisen von Demut und Demenz im Auge des Herrn. Privat stehe ich ja mehr auf Death Metal. Ja. Wir erzählen gottesfürchtige Geschichten aus einer erzkatholischen Scheinwelt, die es so noch niemals gab und auch nie geben wird. Verträumt, verlogen und vollkommen fiktiv. Er hat fiktiv gesagt. Wir sind die Amigos für Pharisäer, die Helene Fischers für Zwangszölibatäre. Wir sind das Duo Karneval. Schlaganfall. Hirnausfall. Und wenn wir mit dieser Masche nicht so schweineviel heilige Kohle verdienen würden, ich müsste mich vor Selbstekel täglich übergeben. Amen. Und jetzt in Puff, ne? Aber sowas von...